Ihr kennt ja alle unsere Musikvideos, Freunde. Deswegen habt ihr hier drauf geklickt. Ihr liebt unsere Lieder, unsere Songs. Und am Ende dieses Videos werden wir ein neues Musikvideo machen. Und Kevin, wir haben so viele Songs schon rausgeholt. Phantom-Distrack, Twitch-Distrack, Hockey-Distrack, Game-Master-Distrack. Es gab so viele krasse Songs schon von uns. Was wir, Kevin und Flexi. Leute, man schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Am Ende dieses Videos machen wir einen Song mit euch zusammen. Aber davor schauen wir uns erstmal unsere alten Lieder an. Oh mein Gott, die sind so alt, man. Über 5 Jahre alt. Und alle zusammen mit euch zusammen. Leute, ihr lasst jetzt ein Like da und schreibt in die Kommentare, welchen Song fandet ihr am besten. Hockey ist eine Gabel, Phantom, Liebe drauf. Oh, wir haben so viele, Mann. Und dann mache ich am besten noch mal Wicke, Wicke, Wicke. Flexi, mal lass uns hochgehen und keine Zeit verschwenden, oder? Lass uns einfach einen Song bauen. Jetzt bauen wir ab. Hier seht ihr schon alle unsere Songs. Forky ist eine Gabel drauf, Grinch, Game Master, Diss-Track und so weiter. Das sind richtige Klassiker, Mann. Das sind alte Songs, die schon über 4 Jahre alt sind. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Ältesten an und das ist Forky ist eine Gabel. Da haben wir richtig viel zu erzählen, Leute. Forky ist eine Gabel, der Diss-Track. Oh mein Gott, 4 Jahre alt. Schaut euch das mal an. 2,4 Millionen Aufrufe, Freunde. Ihr seid verrückt. Über 32.000 Daumen. Alter, ich würde sagen. Und wenn jemand von euch den Song nicht kennt, was ich gar nicht glaube, der schaut ihn sich jetzt trotzdem an und lässt ein Like da natürlich. Zusammen, let's go, Flexi, oh mein Gott. Forky ist eine Gabel. Jetzt bei Spotify. Den gibt es wirklich bei Spotify. Oh, Flexi, da bist du. Mit mir fängt's an und jetzt kommst aber du, Cayman. Und Gamey! Leute, Mann, ihr weg von euch kennt noch Game. Ihr lasst mal auf jeden Fall einen fetten Like da. Ihr seht es, hier steht es, Forky ist eine Gabel. Ja, aber mit Game Master. Krass. Mit dem echten Game Master. Flexi, mit Mann, weiter echten. Geht's, oder? Let's go. Forky, du bist kein Gefühl. Ist dein Part? Du bist nur eine sprechende Gabel. Und die rote Wurst auf deinem Kopf passt wohl zum hässlichen Schnabel. Alter, siehst du dieses Treppenhaus hier, Flexi? Kenn ich, ja. Freunde, Mann, ihr kennt doch sicher alle Dardan. Kennt ihr Dardan? Den Rapper Dardan? Der kommt auch aus Stuttgart. Ja, passt auf, Leute. Da gibt's eine richtig geile Geschichte. Das erzähle ich euch nachher zu diesem Treppenhaus. Vom Rapper von Dardan? Ja, na, bleibt auf jeden Fall dran. Lasst ein Like Treppenhaus? Da. Treppenhaus? Leute, lasst ein Like da. Motherfucker, Dackel mit deinen langen Namen. Hör doch einfach auf, scheiße zu sein. Das ganze Video wurde auch in Stuttgart gedreht, gell? Kopf wie ein Speer. Jetzt hier kann man es gut erkennen, Leute. Ich hole mal was her vom anderen Bildschirm. Auf jeden Fall Parkhaus, rotes Geländer. Ja, merkt euch das mal. Oh mein Gott. Das gleiche Geländer in Rot, die gleiche Graffiti, alles ist gleich. Mann, im gleichen Parkhaus hat da dann mit Enno gedreht. Das ist Wahnsinn, Mann. Ich zeig's euch nachher nochmal. Wir schauen uns aber hier auf jeden Fall erstmal weiter. Da waren wir bei dem Fußballstadion. Mhm. Nicht vergessen. Ihr kennt es. Und wir essen Salat, Leute. Das ist eine Gabel. Wir haben nämlich im gleichen Parkhaus gedreht, in der gleichen Location wie da dann. Das ist hier bei uns in der Nähe gewesen, auf einem Parkhaus am Hauptbahnhof und es war einfach richtig krass. Und bei dieser einen Szene, wo du auf dem Auto saßt, ich zeig's dir gleich nochmal. Real, die hier, alles gleich. Diese Szene, da hatte Flexi ein bisschen Schiss, weil er auf dem Dach saß und wir sind auf dem Parkplatz rumgefahren, dass die Polizei kommt oder sowas. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich saß das erste Mal auf, nicht in dem Auto, sondern auf dem Auto. Auf so gar kann keinen man Fall sagen. Nachmachen, Freunde, aber wir sind echt nur 4-5 km/h Schrittgeschwindigkeit. Wir sind sehr langsam gefahren, das muss man dazu zugeben. Aber wir haben es gut vermarktet und es war gut im Video. Für diese Szene hat es auf jeden Fall gelohnt, Mann. Forky ist ein Löffel. Doch Parkhaus, das ist die Aussicht auf den Hauptbahnhof. Jetzt dein genau Park. Hier. Ihr könnt sehen, im Hintergrund der Hauptbahnhof. Hauptbahnhof und zwar genau die Aussicht auf den Hauptbahnhof. Müll. Auf in Mittelbrühl. Das R kann ich immer noch. Alter, bester Song einfach. Ich feiere ihn immer noch. Er ist immer noch. Alle technisch. Auch der Beat und alles passt einfach zusammen. Tipptopp, ne? Und wir hatten auch Glück, das Wetter war gut. Das Wetter war top, Leute. Ihr seht ja selber, mal regnet es, mal ist gutes Wetter oder so. Aber was ihr nicht wisst, wir haben das ganze Video innerhalb von 3, 4, 5 Stunden abgedreht. Wir sind zu verschiedenen Locations gefahren, haben uns umgezogen. Es war ein halber Tag. Halber Tag ungefähr, dann nochmal einen halben Tag schneiden. Und am nächsten Tag haben wir es für euch online gestellt. Hätte es geregnet, was wäre dann? Dann wäre es scheiße gelaufen. Ja, wäre nicht so gut. Forky ist der Göffel. Guck mal, hier könnt ihr es gut erkennen. Jetzt ist noch besser, noch jetzt besser. Könnt ihr sehr, sehr gut erkennen. Da dann mit hier oben Enno. Ist zum Beispiel das Herz. Ihr könnt das Herz hier sehen. Hier rechts ist auch das Herz. Mhm. Natürlich muss man aber das sagen, das rote Geländer. Nachdem Dardan da das Musikvideo gedreht hat, sind wir gekommen, irgendwie 2, 3 Jahre später. Und ihr seht, wie viele Leute da auch mehr dazu gegraffiti sind. Da war noch eine halb weiße Wand. Mhm. Und jetzt ist die Wand voll getaggt. Das können wir noch erkennen. Ich schau mal weiter. Aber es ist, das kann man nicht vergleichen. Es ist zu 100% das Gleiche. Ja, aber der Gag ist, der steht mit 10 Leuten da. Guck mal, das ist genau die andere Seite. Ja.
Das ist unser Parkhaus, das ist unser Ding. Ja, Mann, ihr, guck mal hier rechts bei Enno, bei Dardan, ihr könnt es sehen. Das ist einfach das Parkhaus, auf der Seite stehen wir. Wir haben nur von der anderen Seite gefilmt. Also genau gleiche Musiklocation, oh, aber jetzt kommt Gaming. Da, jetzt kommt Gaming, mal Vollbild machen, Leute. Einfach in den Reihen. Bam, Fork ist ne Gabel. Aber ich muss zugeben, Game Master hatte bei dem Musikvideo eher einen kurzen Part gehabt, ja. Aber dieser Part war trotzdem top. In sich, der war top. Ja, perfekt, guck mal, wie geil. Genau so. Das ist da, das Location, Mann, richtig geil. Hat uns auch ein bisschen inspiriert, haben gesagt, komm, wir fahren hin, wir kennen das Parkhaus. Da genau ist Forky. Hier. Perfekte Aussicht auf den Hauptbahnhof mit Forky. Leute, lasst jetzt mal ein Like dafür, Forky auch, wer ihn noch kennt. Guck mal, Forky K.O. Forky war so krass, Mann. Bam. Liegt da rum, richtig, richtig geil. Und hier flexe seine Dance Moves. A la carte. Jetzt sitze ich, da habe ich getanzt. Bam, das war's schon, Alter. Gehen wir gleich zum nächsten Song. Ich würde sagen Grinch Distrack. Was meinst du davon? Der zweitälteste ist Grinch, der Distrack. Oh, stark! 1,9 Millionen, Leute, Mann. Ihr seid krass. Leute, 24.000. Warte, 1,9 Millionen. Klingt zwar echt super gut, aber wie wäre es denn mal, dass der Song auf 2 Millionen geht, eine 2 davor. Das schaffen wir, Mann, das schaffen eine 2. Wir. Leute, Grinch, der Diss-Track von Was Wir, ihr kennt ihn, aber ihr lässt ihn jetzt alle noch einmal live mit euch laufen, Alter, am Leute, Handy. Wir sind da rumgelaufen wie die Pimps, Mann, Leute. Unsere Outfits. Was sind denn das für Outfits? Das ist doch geil, oder? Was hatten wir damals an? Der Flexi, Mann, das siehst du doch, Mann. Pimp. Oh mein Gott. P-I-M-P, ihr kennt es. Wir hatten sogar diese Gehstöcke. Wir brauchen keine Gehstöcke, das weißt du. Mit goldenem Tuch, mit goldenem Aber Gehstock, brauchst du Gehstock? Nein, das ist ja ein Pimp-Gehstock, Leute, da sind Diamanten Pimp drauf. Aber Lucky war dabei. Lucky war auf jeden Fall dabei, den haben wir eingebaut, diese Video. Oh, Game Master auch. Game ist immer dabei, ihr wisst es. Vielleicht hat ihr auch einen kleinen Part wieder, Leute, man weiß es nicht. Vielleicht man weiß nicht, auf jeden Fall weiter, ist da ist Game im Hintergrund. Da ist der Grinch. Ja, noch. Aber du hörst es, der Song fängt ruhig an. Der fängt ruhig an. Der fängt ruhig an, aber das Finale wird krass. Jetzt darum kommt, geht's. Jetzt kommt die Hook, also. Noch ein Schritt. Grinch, du bist nicht Weihnachtsmann. Du bist nur irgendein Grün mit kleinen Haaren dran. Boah, ist viel zu schnell, Mann, ey. Heftig. Aber ihr seht, wir haben wieder ein Parkhaus gedreht, Mann, aber in einem anderen. In einem anderen? Schau, ihr könnt es erkennen, schön Parkhaus. Und aber auch draußen. Wir haben diesmal mehrere Locations dafür benutzt. Tag und Nacht. Und draußen, Tag und Nacht und alles andere. Wir hören mal weiter. Der Song ging länger. Grinch, du bist doch nicht so nett. Sonnenuntergang, sehr, sehr schön. Das ist mein Part? Du bist am Start. Was? HP! Dürfen wir natürlich nicht sagen. Hab ich gesagt, niemand hat gesagt. Also, keiner weiß, deshalb haben wir auch damals dieses Wort auch in dem Song gepiept. Und das ist natürlich, weil ich riesiger Dragon Ball Z-Fan bin. Grinch, Piccolo, beide grün, eingebaut in den Part mit einem guten, einigermaßen guten Rhyme. So, ich bin halt Dragon Ball Z-Anime-Fan, deshalb hab ich's eingebaut. Ich wollte es einbauen, hat geklappt und es war top. Grinch ist Track produziert von uns beiden, Cayman und Flexi. Alles selbst gemacht. Hoffe, du fährst. Bam, haben wir auch nicht gesagt, Leute. Jetzt wollen wir ja nichts irgendwie verherrlichen. Das sag ich auch nicht mehr jetzt heute. Aber die Outfits sind damals wirklich krass gewesen. Sei ehrlich, wer läuft so rum? Keiner, Mann. So keiner, rum. Leute, Mann. Ihr seht es. Warte, wir laufen auch nicht. Für Musikvideo für euch? Natürlich, machen wir alles, gerne. Mann. Boah, ich freue mich schon so auf Phantom. Scheint doch gar keinen Verlass. Ich hab sehr, sehr viel Spaß gehabt. Oh! Warum magst du Weihnachten nicht? Hater! Das sind die Adlibs, das sind die Stimmen im Hintergrund, die du oben drauflegst auf den Main Vocals. Und jetzt merkst du, Game Master hat einen längeren Part gehabt. Mhm. Diesmal haben wir eben einen größeren Part gegeben, weil ihr ihn bei Fox eine Gabel so gefeiert habt, dass er jetzt einen ganzen eben, Part kriegt. Weil Game Master hatte einfach auch mega Lust, mehr zu rappen, mehr zu singen. Und deshalb haben wir ihn bei Grinch auch länger eingebaut. Und darum ging's ja. Und der hat auch größtenteils den ganzen Text von, also seinen Part selber geschrieben. Nur 100%. Wir haben noch deshalb, Leute, lasst ein Like da jetzt für Game Master. Auf jeden Fall, ganz safe. Grinch. Du bist doch nicht so nett, weil du kleinen Kindern die Geschenke klaust. Depp. Grinch. Stark. Super safe, oder? 1,9 Millionen Leute geschafft. Und die Dance-Moves jetzt zu dritt. Alter, choreografisch ein Clip, ein Tag Videodreh. Heftig, Mann. Sag mal krass, Alter. Sehr stark. Jetzt kommt dein Sonnenuntergang noch. Ja. Parkhaus war dunkel, war nach. Mit deinem G-Stock. So viel zu dem G-Stock. Papp.
Hast du ihn geschrottet? Tack! Ich erinnere mich, der war kaputt danach. Krass, Alter. Leute, Mann. Wir haben ihn noch hier unten, das ist nur noch ein Stab. Die Kugel ist weg. Ey, wir haben so viele Cringe. Songs eigentlich geschrieben. Ich bin mal gespannt. Ich höre jetzt mal Phantom rein. Phantom, ihr kennt ja Phantom. Boah, Leute, Mann. Let's go. 1,1 Millionen vor 3 Jahren, Alter. Und 21.000 Daumen hoch. Ihr seid krank. Ihr habt den Daumen so blau geschlagen. Ihr könnt froh sein, dass ihr keine Anzeige bekommen habt dafür. 1,2 Wahnsinn. Millionen könnten wir schaffen mit dem Song. Auf jeden Fall, Mann. Vor allem locker, ist der Song locker. Ultra stark. Schaut mal ich hier. Erinnere mich, mit der Mercedes-Klasse. Da haben wir uns eine S-Klasse von unserem Kumpel ausgeliehen. Dem gehört die, deswegen haben wir auch Nummernschild geblurrt. Der Fahrer ist auch mit im Video. Der Fahrer ist der auch Mercedes-Klasse. Mein Kollege, Mann. Schaut uns an, ey. Alter, was wir präsentiert, wir sind was wir, Leute, lasst ein Like dafür, was wir. Leute, bitte. Ihr seht auch schon das Thema. Diesmal sind wir Polizisten. Die warte. Phantom der Opfer. Phantom der Oper. Ihr kennt doch alle Phantom der Oper, das Musical. Das heißt, man macht hier bei dem Musiktitel nur das F weg. Richtig. Und hat Phantom der Oper. Richtig. Das kennt jeder. Natürlich, eure Eltern, war ein kleiner Meme. Ihr könnt eure Eltern fragen, Phantom der Oper, das kennt wirklich jeder. Ihr seht es auch hier, die ganzen Geldscheine. Deshalb der Opfer und nicht das Opfer. Alter, Flexi, Mann, diese ganzen Batzen, ey, woher sind die? Wir müssen dazu natürlich also, ehrlich sagen. Die wichtigste Frage war... War das Geld echt oder war das Geld nicht echt? Und wir lösen es jetzt hiermit auf, Freunde. Mit der Reaction lösen wir es auf. Und war das Geld echt? Es war nicht echt, Freunde. Das ist Fake-Geld. Deswegen ist es auch so überdimensional groß. Es ist größer als normale Scheine. Und ja, das Geld wurde extra für dieses Musikvideo geholt. Die Rückseite ist nämlich nicht wirklich bedruckt. Da steht nichts drauf. Wenn Nein, mal anhält, das ganze Geld ist nicht echt in diesem Musikvideo. Aber das krass. Das können wir sagen. Bam, es sieht echt aus, Alter. So schnell wie es geht. Schau mal. Natürlich. Wir haben auch immer die richtige Seite ins Bild gehalten. Genau. Hier, hier habt ihr, guck mal, hier könnt ihr sehen. Guck. Ich spule zurück. Da jetzt könnt ihr es erkennen. Leute, ihr hättet wenn Leute damals Pause gemacht haben, jetzt könnt ihr es erkennen live. Da ist ein Eiffelturm drauf oder irgendwas. Ihr seht, da steht nichts drauf. Da hinten ist auch bei der weißen Stelle auch kein Zeichen, kein Wasserzeichen nichts, kein, oder so. Kein Preis, Nein. Nichts. Von Phantom, der Opfer, das Diss-Track. Hiermit offiziell released, Freunde. Geile S-Klasse, richtig Bombe, alles drin, ah, ich finde das Blau nicht fast besser. Entertainment-System auf der Rückseite, alles. Sehen wir nachher noch. Blaulicht finde ich geil. Natürlich haben wir unsere SWAT-Ausrüstung, die ist auch geliehen, echt, aber Messen wir alles. Pistolen waren soft erst, also 0,5 Schuld für Kinder. Auch nicht echt. Nur, eigentlich sind wir echt. Und der Mercedes. Ja, die zwei sind so, das können wir sagen. Und der Song. Ja, der Song ist Phantom, mehr als Phantom. Echt. Das ist ein Banger. Phantom. Da muss ich auch dazu sagen, Feromero, die nehmen ja alle Autotune und wir haben es auch halt gemacht. Sagen wir mal so, wir haben natürlich auch bei unseren Stimmen ein wenig nachgeholfen. So kann man es auch sein. Schön, schön formuliert. Nein, ich kann nicht singen, auch nicht. Wir haben es dann gebügelt immer. Das seht ihr ja beim Making-of, Leute. Schaut euch das Making-of an. Da haben wir die Noten glatt gebügelt visuell. Mit dem Bügeleisen. So ungefähr, ja. Jetzt. Wieder zurück. Phantom, du bist heute mein Stück. Naja. Phantom, der Opfer entwischt dich. Komm mit der Bumme, der Abzug geklickt. Stark. Phantom. Super stark, Leute, ihr seht es, Mann. Auch die Kameraführung und alles super stark. Viel Geld, viele Westen, dickes Auto. Es sieht einfach krass aus. Nein, du musst überlegen, heutzutage Standard. Dickes Auto. Kaffler-Weste. Muss viele rein. Scheine. Alles ist heutzutage fast Standard in jedem Rap-Video. Ja. Es ist so. Ah ja, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Cameron und Flexi, unser Zweitkanal. Und zwar jetzt für euch abonnieren. Cameron und Flexi? Ja. AMG. War das ein AMG eigentlich? Das war ein AMG. BMW. S63. Aber jetzt auch das aufzulösen, weil immer viele Leute schreiben, ich finde BMW viel besser als Mercedes. BMW ist natürlich auch gut. Nur in dem Musikvideo sagen wir, scheiß mal auf BMW. Wir fahren AMG, weil wir kommen aus Stuttgart und hier wird in Stuttgart der Mercedes-Benz AMG produziert. Jetzt schaut aber dieses Musikvideo jemand in München, wo BMW produziert wird. Scheiß mal auf AMG, wir fahren so, BMW. Nein, hätte ich auch machen können. BMW ist natürlich auch top. Ein cooles Auto. Geil, ich liebe das. Es gibt sehr coole Autos von BMW, top. Mercedes hat einfach gepasst und es war eine coole Hook. Geiler Song, Freunde, wir hoffen, es ist gut. Und da war es Phantom! Hast du Phantom gesehen, den Bösewicht? Flexi, hört mal da hin jetzt, da darfst du nicht reinreden jetzt. Dieser eine Sound, live? Die Beschleunigungssound, das ist echt gewesen. Das ist nicht irgendwie eingefügt. Vom AMG? Vom AMG haben wir gefilmt, reingebaut. Pass auf. Alter, was eine Maschine. Gibt's am Ende noch eine bessere Szene von hinten? Und da haben wir endlich Phantom geschnappt. Nach über 20, 40 Videos. Ziel war es ja, dass wir Phantom da schnappen und da haben wir es geschafft. Gutes Standbild, da haben wir ihn gepackt. Zack, rein. Zack. Ab ins Auto, festgenommen. Achter. Bam. Boah,
Auch richtig einfach so Effekt. In die Kamera. Pam geschossen, natürlich nicht echt. Ist ja keine die Kamera echte. Kaputt. Aber kommt cool, Effekt. Oder? Schaut mal. In Pam reingeknallt. Stark. Top einfach. Das ist echter Sound gewesen. Das war auch echter Sound. Zweimal und weg Alter, ist das krass, Auto gewesen. Flexi, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt schon ungefähr bei 14, 15 Minuten. Mann, sollen wir noch einen reinhauen oder nicht? Sollen wir noch Cayman Liebe? Oder sollen wir nur anteasern? Weißt du was? Dein einzelnen Song, wo ich mitgespielt habe, den nehmen wir jetzt noch. Weißt du warum? Der wurde auch in Stuttgart gedreht. Okay, wir fangen an, überspringen das Intro. Wir fangen direkt an. Ah, da bin ich! Und man muss sagen, 800.000 Aufrufe fast, 2 Jahre, 11.000 Daumen. Den könnt ihr auch locker auf 1 Million pushen. Hier haben wir uns ein Model geholt, ihr könnt sehen, das ist nicht meine Freunde, das ist ein Model. Ihr habt ein Model geholt, ja, aber wir haben auch das Auto geholt. Alter, Mustang. Mustang, 1964er, Bombe. Und hier gehst du in ein Hotelzimmer rein. Aber von welchem Hotel gehst du bitte rein? In welches Hotelzimmer gehst du? Da haben wir in ganz Stuttgart die Hotels angerufen und dann hat dieses eine Hotel gesagt, ja, wir dürfen reinkommen. Hat 500 Euro gekostet für 4-5 Stunden. Wir mussten schnell drehen, weil die wollten wir haben das ganze vermieten. Musikvideo in einem Hotelzimmer gedreht. In einem Hotel, und das kann ich so viel sagen, in Stuttgart. Ja. Das Hotel steht in Stuttgart. Wurde jetzt umgebaut, aber geil einfach. Setting, Vibes, ihr merkt es ja schon, so Nostalgie, so Vintage. Mit meinem Schlips. Wenn man denkt, so man geht Hotel, man bucht ein Zimmer und das ist dann jedes Mal das Zimmer, ist natürlich falsch. Das ist nicht normales Zimmer, das ist von dem Hotel die Penthouse Suite gewesen. Suite weil du hast gerade gesagt, normales Hotelzimmer. Nein, was? Man sieht jetzt schon Bücherregal. Das ist ja 100 Quadratmeter groß. Schaut euch das Badfächer an. Das ist viel zu groß, kein normales Hotelzimmer. Ist natürlich die Suite oben. Hier links könnt ihr sehen, dass da noch die Sonne durchscheint. Wir haben versucht, die Nacht zu simulieren. Wir mussten halt tagsüber drehen, deswegen haben wir vorhin zugezogen. Das ist der einzige kleine Hinweis. Ja. Weil das ganze Video spielt eigentlich nachts. Der Kronleuchter. Guck mal, welches Schlafzimmer. Du machst bei der Schlafzimmer die Tür so auf. Und ihr seht, da hinten sind noch zwei weitere Türen zum Bad und einmal noch zur Sauna. Also wie gesagt, kein normales Hotelzimmer. Auf jeden Fall eine Suite. Wieder gebügelt. Wie aber ich muss sagen, auch das Model. Du natürlich, das will ich auch schwer hoffen, aber beide haben super performt, super gespielt. Liebe heute Nacht, ich will bei dir sein. Dein Text. Bitte bleib heute Nacht und ich zeig dir meine Liebe heute Nacht. Aber jetzt schaut mal, ich rufe den Zimmerservice an und ich bin mal gespannt, wer der Zimmerservice ist. Wir schauen weiter. Ich hoffe, so wie du aussiehst, dass du gar nichts bekommst. Bist du sicher? Nein, will ich nicht. Oh, 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 wer ist das? Oh nein. Zimmer 905? Er hat mich gezwungen. Auch ich musste unbedingt da auch jetzt noch erscheinen. Flexi, da bist du drin. Und ihr seht hier mal, wenn Cayman ruft, muss Flexi kommen und bringt irgendeine Flasche. Ich habe dir 100 Euro Trinkgeld gegeben dafür, dass du mir eine Magnumflasche hochbringst. Ja? Das war der gleiche Schein wie bei Phantom, der war nicht mal echt. Doch, nein, der war nicht echt. Guck mal, jetzt hier. Der Sinn des Songs ist ja, ich wurde verletzt, ich will nicht, dass sie mich verlässt, aber ich kämpfe um sie und deswegen saufe ich mir einen rein, bin komplett deshalb kaputt. Deshalb heißt der Song auch Liebe, es ist ein klassischer Liebessong. Aber weißt du, was mir auffällt? Wieder Parkhaus. Ich glaube, das dritte Mal, dass aber wir... Nein, nein, nicht das ganze Parkhaus, Video, aber das dritte Mal, dass wir bei einem Videodreh mit einem Parkhaus zu tun haben. Freunde, Mann, ich würde sagen, ihr schaut euch das ganze Video jetzt am besten selber nochmal an. Pusht mal den Song Cayman Liebe auf 1 Million Aufrufe. Ihr findet alle diese Songs hier Leute, auf unserem Kanal. Leute, ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, welcher Song fandet ihr am besten und lasst ein Like da, sollten wir beide zusammen mal wieder einen neuen Song machen. Warte, wir machen einen neuen Song. Cayman und Flexi. Zum Beispiel, als Beispiel, krass. XO, der Diss-Track. XO, guck mal, Lucky hat sogar Bock, Mann. Ja, sollen wir einen Song machen? Oder warte, Cam und Flexi, Lucky, der Song. Ein ganzer Song nur über unseren Hund Lucky. Ihr könnt's entscheiden. Schreibt in die Kommentare, welchen Song sollten wir jetzt... Wir hätten schon Bock. Hast du Bock? Hast du Bock auf einen Song? Ihr entscheidet. Ich hab natürlich Bock auf einen Song, Mann. Ich muss überlegen. XO, Diss-Track, ein Hund Lucky-Song. Es gibt so viele Ideen. Wir haben so viele Ideen, Mann. Ey, krass. Leute, weißt du was? Wir gehen jetzt ins Studio und schauen mal, was wir aufnehmen können. Ich schalte mich ab, bis zum nächsten Mal.